Moin, hallo und willkommen zurück zu The Technomancer. Ich bin mal wieder in O4 unterwegs und muss noch die Sachen wegbringen. Wo muss ich denn hin jetzt hier? Du, 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 du. Ich glaube, ich gehe mal zum Fahrstuhl. Ich muss nämlich noch zur Opposition. Und wie konnte ich denn... Ich kann nicht rennen, weil ich zu viel Gewicht trage. Ach krass, da muss ich mal zum Händler. Ich bin zu schwer geworden. Zur Opposition, da muss ich eigentlich zu Curiosity. Muss ich mal gucken, komme ich denn hier Börse betreten, Untergrund betreten? Untergrund betreten. Hallo? Anschleichen ist, glaube ich, nicht, oder? Kann ich dann anschleichen? Oh, das war nichts. Ich hätte A drücken müssen. Okay. Das war leider nichts. Egal. Was ist denn los heute hier? Au. Schießt du etwa? Komm hier weg. So. Jetzt muss ich jetzt mal K.O. hauen, die Jungs hier. Leider mal wieder. Wir müssen doch jetzt auch langsam leid sein. So. Kann ich noch was mitnehmen? Aber langsam bin ich echt ein bisschen schwer, muss ich zugeben. Wenn ich nicht mehr rennen kann. So, ich glaube, wenn ich mich heile, heilen meine Freunde ja automatisch, glaube ich, auch noch, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Bin mir nicht mehr sicher. So, Karte. Da bin ich hergekommen. Da hinten muss ich lang oder da oben. Jetzt muss ich gerade legen, wenn ich nach hinten gehe, komme ich, glaube ich, oben an beim... Da war nichts mehr drin, okay. Komme ich, glaube ich, bei meinem ehemaligen Captain an. Aber da will ich ja gar nicht hin. Ich muss ja nach zum Dingens, zu Scotts Labor. Hallo. Ich muss schließlich die Dokumente noch für Andrew finden, dass ich Andrew dann helfen kann. Dann kann er wieder als Technomancer arbeiten. So. Vielleicht hilft das ja auch, dass er dann seinen fehlenden Arm vielleicht doch noch nutzen kann. Ich bin mir nicht sicher. Was haben wir hier noch? Alles mit X leer. Okay, dann räumen wir mal erstmal alles leer. So. Da muss ich mal gucken. Da muss ich hoffentlich nicht durch alle Barrikaden durch hier. Da war nichts mehr. Ne, den hatte ich schon gelootet gehabt, ne? Ja. Okay. Gehe ich mal hier lang. Dass ich hier mal erst langsam rumtippel, ne? So, komm her hier. Zack. Erledigt. Okay. Ne, das ist ja nur noch einer. Okay. Na komm schon. Oh, jetzt kommen die noch um die Ecke. Okay, dann müsst ihr auch gerade mal K.O. gehauen werden. Ne, hier. Nichts damit hauen, ich glaube, ich bin hier. So. Ich mag hier diesen Stoßangriff vom Stapel. Finde ich eigentlich ganz cool, um zu gehen. So haben wir's. Darf ich jetzt looten? Danke. Nisha ist noch okay, hat ein bisschen was abgekriegt, aber ist okay. Okay. Ich muss mich mit Nisha und Amelia noch unterhalten. Da muss ich ja noch weiter dran arbeiten. So, euch hatte ich noch nicht gelootet, weil die angegriffen hat, ne? Genau. Alles mitnehmen. Ich hoffe, dass ich damit mal irgendwas pimpen kann. Ich habe bisher noch nicht großartig was gebastelt damit, glaube ich. So, wenn ich hier hingehe, wo komme ich denn da raus? Weiß ich gar nicht mehr. Ich hoffe mal am Curiosity. Tür? Da. Ich hoffe, ich bin hier richtig. Ab in die Slums von O4. Ja, die liegen hier noch. Okay. Die liegen hier noch, interessanterweise, aber unten im Lager, die stehen immer wieder auf. Sehr gut. Bin ich ja genau richtig. Erstmal wieder ab in die Bar. Erstmal das allererste. Und natürlich Girls. Nein, aber eigentlich nicht. Keine Zeit dafür. Im Augenblick keine Zeit dafür. Ich weiß gar nicht, wie spät es ist, muss ich zugeben. So. Muss ich hier wieder rein? Ja, muss ich wieder rein hier, ne?
Da steht der Dude ja. Hi. Hello there, Mr. Manser. Good to see you. Informationen über den Status der Opposition. Die gesammelten Informationen weitergeben. So, what did you learn? I was able to get some answers for you. Great. I knew you would. Go on, what did you find? Keep names out of this. Be clear. Of course. Our sources are always protected. Go on. According to my source, the army's reducing its troops by 50%, and the official reasons are the rising rates of desertion, the number of technomancer arrests, and the shrinking size of the standing force during peacetime. But she says this doesn't explain everything, as many good officers and soldiers are being let go without reason, and replaced by members of the ASC. In fact, the fear is, if the ASC attempted a coup today, the army couldn't stand in the way, because there are too many ASC entrenched in its ranks. That's terrifying. And it's news that'll hit the hearts of people in this city. All the people with soldiers and their families, soldiers who fought hard, now being fired only to make room for spies. What else did you find out? I talked to an expert on corporation politics who had first-hand knowledge about Aurora and us. And how did he say abundance lost? Aurora's troops were led by a general named Wisdom, who used technomancers. And apparently they've got a lot more than we do, especially recently. So abundance arrests and detains you and your brothers, our greatest weapons, and fall because of it. Guess that's karma. But what's more, they rallied the common people, recruited local and national militias who were feverishly motivated by the promise of gaining a voice on Aurora's council. Aurora became the first corporation to empower its people to fight. So while Aurora brought everyone together for the war, strengthening their numbers, Abundance fought weakened, bleeding their ranks, arresting its own technomancers. Our army, well trained and well equipped as it is, didn't stand a chance. We lacked the technomancers to lead the charge and the motivation of Aurora's militias to persevere. That's incredible. By giving power to the people, Aurora all but assured its victory. Power of unification is real. And the self-sabotaging nature of our government ruled by paranoia and fear cost us the war. I also talked to a mutant who heard about the camp breakout from the mutant who led it. Fantastic. And? The mutants in that camp were living in hell, day in and day out. They'd finally just had enough. So one day, a guard was beating on a mutant too tired to work. As much as the others pleaded, the guard wouldn't stop. So another mutant stepped in and hit him back. The guards threatened to kill 10 mutants in retaliation. And that lit the fuse. With the help of a prisoner from Aurora, the mutants got their hands on some tools. And the riot started. They weren't trying to escape. They just wanted the abuse to stop. But the way the guards reacted made the mutants fear that it would only get worse. So they got out, led by a mutant named Scum. It's now a bit of a legend among them. And where'd they go? I can't tell you that. Fair enough. You need to protect your sources, right? Another story the people need to hear. It's what happens when you mistreat beasts long enough. Eventually, they'll turn on you. Thanks for all the information. Once I write the articles and get them out there for people to read, I think the people are gonna have a wake-up call about how different the truth is from the propaganda their government's feeding them. Hope it makes a difference. Entrichtert. The real change has to start with the truth. Hold on. I've got one more thing to ask of you, if I could. One more thing to really make sure we can ignite some change. And what's that? We put our news on the city walls. The man who's been doing it for us lives in the exchange. Getting there, though, has honestly gotten too dangerous for us. So you want me to be your delivery man? A deliverer of truth. To those who have been starved of it, yes. You would do that for us. Yeah, I can do it for you. I'll see you later. Jetzt muss ich die Sachen auch noch wegbringen, oder was? Großartig. Muss ich noch den Laufboden spielen? Tür? Da. Da war es ein bisschen dunkel, muss ich zugeben. So, habe ich hier irgendwo eine Uhrzeit oder so? Tag haben wir es jetzt. Ich würde sagen, ich hau mich mal ein bisschen aufs Ohr, bis es Abend ist. Bis zur Dämmerung warten, genau. Ist ja auch nicht lange.
Bist du morgen 14 Stunden? Bist du denn morgen 2 Stunden? Ja gut, machen 2 Stunden draus. Ich sitze hier einfach und warte. Lass dich nicht mal schlafen im Sitzen. So, okay. Ich könnte noch ein bisschen Kram austauschen, aber ich glaube, ich lasse es mal. Ich muss den Kram eigentlich mal verkaufen. Den müssen wir mal durchlassen, danke. So, also ein bisschen Propaganda verteilen hier. Beziehungsweise er nennt es ja die Wahrheit. Wobei ist sie eigentlich auch die Wahrheit, aber die ist bestimmt ein bisschen ausgeschmückt. Könnte ich mir gut vorstellen. So, jetzt muss ich mal gucken, was sagt denn meine Karte? Da hinten muss ich hin. Das ist kein Problem. Und dann muss ich nach oben. Ja. Okay. Ich kann nicht rennen, ich will aber rennen. Dammit. Ach, jetzt kommt Ellie und Ekel. Da sind ja noch Wachleute, die habe ich ganz vergessen. Komm schon, Mixer. Oh. Ey, hör auf damit. Das ist ja richtig was los gerade. Mixer. Rechts, links, rechts, links. Okay. Alles cool? Alles cool. Stimmt, ich muss ja drüben noch hingehen. So, hast du noch was Tolles dabei? Serum. Ja, Serum kann ich immer gebrauchen. So. Hier, da ist nichts. Du hast nichts dabei. Und ihr habt... du hast noch was dabei. Und du hast bestimmt auch noch was dabei, ne? Nein, okay. Na gut. So, jetzt muss ich auf jeden Fall hier zu Scotts Butze gehen. Und die Technomancer-Unterlagen besorgen. You know him pretty well, Zachariah. Where do you think Scott might have kept his notes? In a place that's both secretive and quite possibly insane. You think he'd go that far? Let's just say he's very skilled at being paranoid. His scientific mind that goes places nobody can predict can likely find a few good places to hide. And then there's the alcohol. It's a pity bearing witness to someone so capable despite everything. He must have been a brilliant scientist. Tja, jetzt habe ich das. Ich dachte, hier unterhält sich jemand. Wow. Das war jetzt sehr unspektakulär. Oh, da ist noch was zum Öffnen. Das nehme ich noch mit. Einmal öffnen. Sehr gut. Das ist cool, dass ich den Bonus noch kriege von meinen Mitstreitern hier. Dann brauche ich nämlich nicht alle Skills auf Maximum machen. Moment, da sind ja noch mehr rote Dinger. Wenn ich gerade da bin, nehme ich das alles mit. Was gibt's hier Tolles? Ja, nehme ich mit. Bin sowieso schon überfüllt, von daher nimmt sich das jetzt auch nichts mehr. Alles mitnehmen. Ja, ein Hackbeil ist hier auch noch drin, okay. Ich muss unbedingt ausmisten. Dass ich wieder laufen kann. So, jetzt muss ich, links lang. Okay. Dann gehen wir mal links lang. Jetzt müssen wir das noch anheften. Wir dürfen uns nicht erwischen lassen dabei. Wobei, wir müssen die Sachen ja nur abgeben, eigentlich zum Drucker, ne? Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Da geradeaus kann ich noch gehen und dann links. Okay. Geht am schnellsten. Muss ich immer noch mal prügeln, ne? Ach, zu spät. Hab ich gesehen. Muss ich dich gerade umdrehen? Hättest du nicht noch einen Moment warten können? Okay. Hey. Mixer. So. Eine Mütze. Und du hast immer ein bisschen Hilfe gebraucht. Hier, hör auf damit. So. Muss man nur gucken. Ich hoffe nur, der Captain kriegt nichts auf der Mütze. Dann könnte es unangenehm werden. Die stehen auch immer wieder auf. So. Eine Hochohmpistole. Okay, hast du noch ein Schild dabei oder so? Ja, ein Schild hast du noch dabei. Sehr gut. Das müsst ihr mir hier durchlassen. Danke. Fällt auch total nicht auf. Alle sind noch ganz normal am Arbeiten hier. So. Okay. Mal gucken. Der Wächterstil. Möglich die bessere Benutzung von Streitkolben und Schilden. Komm schon.
Du hast aber nicht viel abgekriegt, mein Freund, oder? Doch, es geht. Komm schon. Ich werde das jetzt zwei machen, dann nehme ich nur auch noch mal einen. So, ist hier noch einer. Da ist noch einer. Umgefallen? Ja. Sehr gut. Schon habe ich mir noch ein bisschen Kleinkram. Ich müsste beim Händler eigentlich mal ein bisschen was verkaufen, gleich hier. Hoch und Pistole. Pistolen brauche ich eigentlich gar nicht, ne? Eisenhammer. So. Muss ich denn jetzt genau hin hier? Ich muss da hinten hingehen, ernsthaft. Das war schon ein bisschen riskant. Hier liegt da noch einer rum. Hab ich den letzten Mal nicht gelootet? Teilkomponenten. Wo ist denn hier noch ein Händler? Da. Da liegt ja noch einer. Warum liegen hier so viele Leute rum? Wundert sich auch keiner oder so hier. Alles mitnehmen. Okay, ich würde sagen, ich quatsch mit dem guten Goodsman nochmal und verkaufe noch ein paar Sachen. Aber wie es weitergeht, würde ich sagen, sehen wir in der nächsten Episode. Also macht's gut, Leute. Bis dahin. Ciao.